Und wissen Sie was? Musik hilft immer. Ja. Und Cat Blues Musik nochmal extra. Die kommen aus Köln, haben erst das Rheinland erobert, dann ganz Deutschland und sind auch auf Tour in den Niederlanden und in Belgien. Wie es da so abgeht, fragen wir auch gleich, weil ja, die sind gleich bei uns auf dem Sofa, aus gutem Grund. Ja, denn sie haben Silberhochzeit und heute das 6. Studioalbum draußen. Auf die gute. Mit guter Zeit blicken Cat Ballou zurück auf ihre bisherige Karriere. 1999 starten die Jungs als Schülerband und erzielen erste Erfolge im Karneval. 2013 dann der Durchbruch mit ihrer Liebeserklärung an Köln. Und dieses Jahr ist ein ganz besonderes für Cat Ballou. Sie feiern nämlich 25-jähriges Bandjubiläum und können es selbst kaum glauben. Die wohl größte Geburtstagsparty ihrer Karriere fand standesgemäß Anfang Oktober in der Köln Arena mit knapp 25.000 Fans und vielen Gästen statt. Diese Energie nehmen Cat Ballou jetzt mit, denn es geht direkt weiter mit Teil 2 ihrer Jubiläumstour durch Deutschland, Belgien und die Niederlande. Und jetzt sind Olli und Dominik bei uns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe den Glitzerpulli erwartet. Ja, sorry. Ja, komm, ey. Wie fühlt sich das an, 25 Jahre? Sehr gut. Also wir haben so, haben immer so einen großen Traum gehabt, haben alles dafür gegeben, sind immer kleine Schritte gegangen und ja, und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und gefällt uns ganz gut. Wie als wäre es gestern gewesen. Also es ist wirklich so, wir sind ja von klein auf befreundet und gerade noch im Urlaub gewesen. Irgendwie denkt man, verdammt, wie schnell doch die Zeit vergeht. Ja. Wie waren die Anfänge? Du hast eben mal erzählt, mit dem Tennisschläger vorm Spiegel gestanden. Ja, klar, so hat man es ausprobiert und geguckt, was, ob man dazu Lust hat und sowas. Und das war irgendwie immer ein Traum, aber dass das wirklich dann mal so kommt, wie es jetzt ist, das hätte man auch so nicht, sich nicht erträumen können. Das, was euch ja ausmacht, ist diese positive, gute Energie, die wir vielleicht gerade in diesen Zeiten mehr denn je brauchen können. Und jetzt heißt euer Album auch noch Unter einem guten Stern. Habt ihr das jetzt extra so als Gegenentwurf zu den Sternen, die vielleicht nicht so gut stehen, entwickelt? Nee, also wir machen eigentlich immer Musik aus dem Herzen raus. Und ich glaube, das haben wir uns einfach vielleicht unbewusst auf die Fahne geschrieben, dass wir irgendwie den Leuten einfach was Positives mitgeben wollen. Und ja, wir wollen halt einfach mit den Leuten eine gute Zeit haben. Braucht man ja manchmal da auch. Da wollen wir auch noch mal kurz reinhören in diesen Song, den es nachher auch noch live bei uns gibt. Es ist so viel zu spät. In so einer großen Halle. Realisiert man das, wenn man da drauf steht auf der Bühne, dass es ein Mega-Ding ist oder merkt man es erst Tage später? Meistens erst danach. Also auch jetzt ist es eigentlich unwirklich. Ist jetzt schon wieder sehr lange weggefühlt. So. War im Oktober? Ja, ja, ist noch nicht so lange her. Aber irgendwie, der Moment ist krass und danach ist auch, man merkt, dass da was war. Mhm. Aber man kann es nicht so richtig in Worte fassen. In der Silberhochzeitsphase wäre jetzt der Moment, um mal so paartherapeutisch sich gegenseitig zu sagen, was schätze ich denn besonders an dir? Ja, sag mal, was schätzt ihr denn besonders an den Bandkollegen oder du an Dominik? Also ich glaube, wir sind alle sehr, sehr bereit, alles zu geben für die Band. Und das schätze ich auf jeden Fall an Dominik sehr. Er gibt immer alles. Und ich glaube, das ist bei allen anderen Bandmitgliedern auch so. Und deshalb passt mir ganz gut zu. Und du, Olli? Ja, ich finde es, der Olli ist ja 2 Jahre älter als ich und ich habe immer zu ihm hochgeschaut, weil er konnte Rückwärts-Saltos und sowas und das konnte ich nicht. Und ja, keine Ahnung, das ist immer noch so, wenn ich, Ollis Frontmann, das ist ja natürlich was Besonderes und wie der da vorne, der seine Kreise schlägt und einfach wie ein kleiner Flummi rumtätscht, ich habe da bewundern das immer sehr, was man für eine Energie haben kann. Eure Bandkarriere stand ja offensichtlich unter einem guten Stern, aber es gibt ja in jeder Beziehung immer auch mal so Phasen, wo es nicht so gut lief. Gab es eigentlich einen Plan B oder Momente, wo ihr wirklich gegensteuern musstet? Nee, wir haben, also klar, man zofft sich immer mal ein bisschen so, aber man steckt da so viel Leidenschaft rein und wir wissen einfach alle, wir sitzen in einem Boot, wir wollen alle das Gleiche und deshalb, ja, gibt man immer den nächsten Schritt. Und ihr geht sogar über Köln hinaus, also seid ja die ganzen Jahre schon und es ist lustig, wenn man eure Tourliste anguckt, ihr bringt eure kölsche Frohnatur nach Frankfurt, nach Hamburg, das hört sich besonders schwierig an mit der norddeutschen Kühle. Und was ist mit Niederlanden und Belgien, warum stehen die so auf eure Musik?
Das wissen wir selber nicht. Also irgendwie, wir finden das einfach nur schön. Das ist einfach cool, wenn wir so unterwegs sind und merken, dass halt auch außerhalb von Köln sehr viel Energie aufkommt, wenn kölsche Musik gespielt wird. Und ja, dieses Jahr mit neuem Album im Gepäck und so. Wir haben sehr viele neue Lieder und sind auch gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Und ja, und in Münster vor ungefähr 1500 Leuten zu spielen, das haben wir uns lange erarbeitet so, und jetzt können wir es halt genießen. Das ist ja schön. Und heute machen wir den Rückwärtssalto, dass ihr früh aufgestanden seid. Ausgerechnet am Tag, wo das Album rauskommt und dass wir euch gleich noch live hören. Selbstverständlich. Dankeschön dafür. Cool, danke. Jetzt der Sport mit Ocker. Wir freuen uns sehr auf Cat Ballou. Die haben Silberhochzeit. Wie kann das denn funktionieren? Die haben eben schon als Schülerband angefangen. Deswegen 25 Jahre und heute das 6. Studioalbum am Start. Kommt heute raus. Auf die gute Zeit. Mit gute Zeit blicken Cat Ballou zurück auf ihre bisherige Karriere. 1999 starten die Jungs als Schülerband und erzielen erste Erfolge im Karneval. 2013 dann der Durchbruch mit ihrer Liebeserklärung an Köln. Und dieses Jahr ist ein ganz besonderes für Cat Ballou. Sie feiern nämlich 25-jähriges Bandjubiläum. Und das feierten sie standesgemäß Anfang Oktober in der Köln Arena mit knapp 25.000 Fans und vielen Gästen. Diese Energie nehmen Cat Ballou jetzt mit, denn es geht direkt weiter mit Teil 2 ihrer Jubiläumstour durch Deutschland, Belgien und die Niederlande. Da sind sie alle fünf auf der Bühne, habt sie eben schon begrüßt, konnten sie vielleicht sogar schon hören. Glückwunsch erstmal zur Silberhochzeit. Vielen Dank. Ein guter Stern. Was sagt dieser Song aus oder warum habt ihr den sozusagen jetzt hier so nach vorne gestellt vom neuen Album? Wir wollen den Leuten einfach was Positives mitgeben und gerade in turbulenten Zeiten glauben wir, es ist wichtig, positiv zu bleiben und nicht nur das Schlechte zu sehen. Habt ihr euch Gedanken gemacht? Ich meine, das ist ja das Album zur Silberhochzeit. Hat man da besonderen Druck? Müssen da besondere Songs drauf oder war das wie immer? Es war wie immer. Wir haben einfach laufen lassen, haben Musik gemacht, hatten sehr viel Spaß im Studio, haben getanzt, gelacht. Was ist bei euch zuerst da, die Musik oder der Text? Im Idealfall beides gleichzeitig. Echt? Ja. Das geht? Wenn das so zusammen passiert, im Moment entsteht und so, das ist Magic. Wie lange hat es gedauert, bis der gute Stern draußen war oder da war? Der ist schon ein Jahr lang in der Schublade. Der war schon lange fertig. Wir haben uns nur letztes Jahr für einen anderen Song entschieden. Und okay. Jetzt ist es der. Jetzt kommt er raus. Auch im MoMA auf einer ganz kleinen Bühne. Ich hoffe, ihr kommt damit auch klar. Klar. Das ist so ein bisschen wie die Anfänge, Schülerband, ne? 25 Jahre, krass. Cat Ballou, live im MoMA. Es ist schon viel zu spät, um allein nach Haus zu gehen. Hey, guck mal, wo wir stehen. Unter einem guten Stern. Die Vögel fangen wieder an zu singen und zwischen uns brennt immer noch die Luft. Auf dem Parkplatz tausend Abschiedsküsse, doch wirklich Abschied nehmen keine Lust. Du sagst, wir gehen zu weit. Ich sag, das kann schon sein. Doch einsame Herzen brennen leicht. Und wir haben keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Es ist schon viel zu spät, um allein nach Haus zu gehen. Hey, guck mal, wo wir stehen, unter einem guten Stern. Der Nieselregen legt sich auf die Haut. Alles ist so farblos, grau in grau. Tränen füllen langsam deine Augen. Das muss alles doch nicht sein, wenn wir uns trauen. Du sagst, wir gehen zu weit. Ich sag, das kann schon sein. Doch einsame Herzen brechen leicht. Und wir haben keine Zeit. Bist du bereit? Es ist schon viel zu spät, um allein nach Hause zu gehen. Ich sag, das kann schon sein, doch einsame Herzen brechen leicht
und wir haben keine Zeit. Seid ihr bereit? Es ist schon viel zu spät, um alleine rauszugehen. Hey, guck mal, wo wir stehen, unter einem guten Stern. Es ist schon zu spät, zu spät. Cat Ballou live im ARD Morgenmagazin. Das groovt, sehr cool. Vielen Dank. Wie ist es eigentlich in den Niederlanden, in Belgien? Singen die Leute da Kölsch auch mit? Wir spielen unser erstes Konzert in Venlo. Ah. Und, ja, und deshalb mal sehen, wir hoffen es. Ey, das wird bestimmt cool. Nicht schlecht. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahre Cat Ballou. Vielen Danke für das frühe Aufstehen. Jetzt Ocker mit dem Sport.